Servus YouTube, zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic in der Necropolis-Kampagne. Mission Nummer 1 sind wir jetzt. Und Anastasia hat in der letzten Mission ihren ersten riesigen Gegner. 5 Zyklopen haben hier als Wächter gewirkt für einen interessanten Stab. Die Dynastiewaffe anscheinend. Der mit jeder Stufe oder beziehungsweise Erfahrungspunkten, die wir sammeln, mächtiger wird. Also auf Dauer gesehen eine richtig geile Waffe. Ein hübscher Kamm? Ist ein Aufgabenbestandteil? Das sehe ich jetzt erst. Ja, wir wollten jetzt in die Unterwelt gehen. Das machen wir jetzt auch. Schauen wir, was es hier so gibt. Erstmal die Ressourcen einsammeln. Boah, viele starke Krieger. Bogenschützen. Scharfschützen. Armbrustschützen. Ja, meiner wird das sauer. Meiner wird das sauer, wenn er so beschossen wird. Aber der holt sich hier alles zurück. Lebensentzug. Als nächstes hauen wir am besten schon mal auf die drauf. Jetzt kriegt er weniger Schaden. Theoretisch zumindest. Und jetzt saugt er denen das Leben aus. Wir erwecken noch. Oh, cool, wir können alle erwecken. Mit unserer Spezialfähigkeit können wir nämlich unsere eigenen Einheiten wieder heilen. Das hat gerade wunderbar gewirkt. Ich sehe gerade, mein Mana ist ziemlich gering. Das finde ich uncool. Und die Maus hängt schon wieder im Kampf. Waffenschmiede, steigert den Angriff. Macht. Angriff wird gesteigert von meinen Kreaturen. Ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Weiter geht's. Was haben wir? Was haben wir denn da? Was haben wir hier? Lohnt es sich? Das sind nämlich Erdelementare. Ja, 9 Stück. Ich kann sie ziehen lassen, okay? Kriege ich zwar Tränenpunkte, aber muss ich den Kampf nicht machen. Ja, die Frage ist. Das Tantchen. Dort unten. Mist, ich hätte sowieso hier rauf gemusst. Ah, verflucht. Da muss ich das noch mitnehmen. Dort unten steht tatsächlich unsere Tante. Okay. Das sind einige Wächtertruppen und ein paar Fernkämpfer. Schauen wir mal, was die von uns wollen. Okay, was wollen sie von uns? Erstmal wollen sie, dass wir warten, oder YouTube? Ja, das wollen sie. Und jetzt wollen sie auch noch auf die Fresse. So sieht's aus. Ich wollte es auf die sanfte Tour machen und sagen, hier, lasst uns durch, dann wird keinem was passieren. Und was machen die? Die sagen, nö. Tja, dann müssen meine Ghoule sie halt alle vernichten. Hab ich kein Problem damit, ehrlich gesagt. Töten wir die da. Stimmt, ich sollte jetzt einige verzaubern. Weil, dann kriege ich Mana zurück. Das ist meine Spezialfähigkeit. Oh, das ist blöd. Was soll denn das? Ich könnte nochmal verzaubern, aber ich möchte gern die wieder erwecken. Zumindest in einen. Ihr könnt euch so wieder erwecken. Oh, Moment. Da helfen wir ein wenig nach. Jetzt müsste es klappen. Jawohl, geschafft. Gewonnen, YouTube. Oh, schau mal einer an. Geister zugetan. Diese Geister leiden sehr.
Ich verstehe sie extrem gut. Das heißt, deine Kräfte wachsen. Du stellst dich langsam auf die Geisterwelt ein. Lady Elisabeth, glaubt ihr etwa, sie meinen Sandors Mutter? Ob Slavas Elisabeth oder sonst eine tapfere Lady, wir müssen sie befreien. Die Inquisition füllt jetzt Gefängnisse und bald füllt sie Friedhöfe. Warum auch immer sie das tut. Oh, herrlich, Geister. Sandalen des Magisters und Erfahrung. Das ist schön. Ich kann Behausung für Gespenster bauen. Das wollen wir doch gleich machen. Haben wir schließlich eine Behausung? Dann baue ich mal direkt in meiner Stadt was für Gespenster. Damit auch mehr Gespenster produziert werden. Wo ist es da? Dort oben so ein komischer Spukturm, oder wie? Gut. Wieder zu mir. Zurück. Was ist das? Drachennexus. Mana wird regeneriert, okay. Goblinjäger. Viele Goblinjäger. Sind das nicht die Fernkämpfer? Die Geister haben die Fähigkeit, anfangs machen. Das ist eine fliegende Einheit, wie es scheint. Okay. Anfang. Also erstmal verfluche ich den. Schön dahinter aufstellen. Dann machen sie weniger Schaden in der Hoffnung. Okay. Kollektiver Lebensentzug. Für alle. Das mache ich extra. Dann werden die nämlich hochgeheilt. Wenn sie sie angreifen zumindest. Genau, und ich habe keine Verluste. So muss es sein. Schönes Ding. Der Ghoul schreit den Tod nochmal an. Sehr gut, Ghoul. Das nenne ich Eifer. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Frechheit. Ihr seht übrigens hier unten immer in deinem Symbol, wenn hier so drei Ziegelsteine sind, kann ich da wieder was bauen. Das da kann ich. Mir fehlen die Kristalle. Okay. Was ist das? Ein Stand zu Konto. Okay, ich könnte mich zurück in die Stadt teleportieren. Marktplatz ist auch nicht schlecht. Außerdem ein tägliches Einkommen von 500. Oh, das habe ich noch gerade gelesen. Natürlich wollen wir dann das. Einen Marktplatz, her damit. Vielen Dank. Auch wenn im Moment ich genügend Gold habe. Gibt Holz pro Tag. Schön. Dann ist es immer noch der Fall, dass Gold, besonders wenn man mehrere Städte hat, wichtiger wird. Oh, hier noch Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, hier nach oben geht es wahrscheinlich weiter. Also gehe ich erstmal nach unten. Oh, schaut. Da haben wir ein paar Schätze. Komisch, dass die nicht mehr... Achso. Wieso ist hier keiner? Das finde ich ungewöhnlich. Keiner, der es bewacht? Das ist untypisch. Was habe ich da? Schriftrolle für Blindheit. Das habe ich schon mal. Okay, das war ein kleines Lager, wie es scheint. Warum nicht? Mein Mana ist auch bald wieder aufgefüllt. Vollständig. So wie es jetzt gehört. Da werde ich jetzt... Werde ich jetzt das Stadttor bauen? Oder mal eine Befestigung. Ja, eine Befestigung. Damit die Stadt nach was aussieht. Seht, YouTube. Jetzt sieht sie wenigstens nach was aus. Jetzt hat sie eine gute Mauer. Legen wir uns jetzt den Greifen hier an. Halt, was ist da drüben? Vielleicht sollten wir uns erst mit den Greifen anlegen. Greifentruppen. Echt. Greifen. Und ein paar Wächter.
Okay, er kann fliegen. Ich bin beeindruckt. Ich kann Eisblitze verschießen. Bist du so beeindruckt wie ich? Ihr wartet. Ihr wartet. Soll der Gegner seinen ersten Zug machen? Auf den Greif, bitte. Und bam! Die Krallen müssen stark sein. Dann, die Geister kümmern sich um die. Nicht ganz, aber... Oh, okay, ich mache auch keinen Schaden. Machen wir es nochmal. Warte, wie ist die Reihenfolge? Okay, der Greif kommt. Naja, egal. Ich glaube, wir können den Greifen töten. Nicht ganz, der hatte Glück. Der hatte Glück in der Verteidigung. Aber keine Verluste. Das ist das Wichtigste. Keine Verluste ist immer perfekt. Damit lässt sich leben. Halt, dort hinten ist echt ein kleines Lager. Gibt einfach Gold rum. Und ein Lagerfeuer. Da hat jemand sein Lager vergessen. Wie es scheint. Eine neue Woche. Neutrale Kreaturen haben sich vermehrt. Das ist das Problem. Die werden auch immer mehr. Und hier. So, jetzt kann ich das bauen. Was ist das? Was ist das? Im Einfluss vermindert sich die Zugweite feindlicher Helden um 30%. Okay, das ist nicht schlecht. Aber ich möchte das da. Ich frage mich bloß... Achso, ich muss ja nur rekrutieren, wenn ich es richtig verstanden habe. So in etwa. Das kriege ich hin, YouTube. Also wenn ich jetzt welche abschlachte, dann kriege ich in meiner Stadt die Möglichkeit, ihre Körper wiederzubeleben. Das müssen wir doch mal ausprobieren, oder? Zugetan? Ja. Natürlich dürft ihr mitkommen. Tränen. Ich will Level up. Bam. Angriff und Verteidigung von Magie und zweimal Mana. Sehr gut. Säuberung. Positiven Effekte werden aufgehoben. Verzweiflung. Was macht das? Sache die Moral senken. Kollektive Qual. Bei jedem Angriff wird ihnen drei Lungen. Schaden zugefügt. Okay. Kollektive Schwäche. Jetzt macht es schon. 25? 14. Ach, das Kollektive ist immer schwächer als das Hauptsächliche. Macht irgendwie Sinn. Macht irgendwie Sinn, YouTube. Drei Angriff. Das ist auch nicht schlecht. Störstrahl. Mana-Sauge. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, YouTube. Ich könnte Strukturen kaputt machen. Will ich aber nicht. Genau, Blitzstrahl, den will ich. Ja, damit. Neuer Angriffszauber. Können wir gleich mal hier austesten. Oh ja. Ah. Garstig. Die Gegner sollen den ersten Zug machen. Ah, der ist geschützt. Ich mache sowieso verminderten Schaden. Achso, der ist extra geschützt. Gut. 30 für einen Blitzstrahl. 10 Sterne. Haha, damit kann ich sie töten. Wie viel Schaden macht das? 250. Puh, ja, ein bisschen mehr. Dafür hat es halt nicht den Effekt des Gefrierens und kostet doppelt so viel. Das war nett. Durchaus. Schieß mal auf die da. Dann das hier. Die barmherzigen Schwestern können sich gern mit meinen Geistern kloppen.
Und ich glaube, meine Geister sind der Beste. Könnten sogar verwandt sein. Wartet. Wir wecken wieder alle. Töten die. Und die Ghouls erledigen den Rest. Genau. Makelloser Sieg. So wie es sein muss. Schicksalskraft wird erhöht. Danke, das kann ich gebrauchen. Ah, schaut mal, hier gibt es Kristalle. Ich habe gar keine Kristallmine. Deswegen ist es vielleicht... Was ist das? Ist das ein... Ah, Dunkelelementare kenne ich auch aus dem Kartenspiel. Das nenne ich mal Kind des Greifen. Wer immer mich benutzt hat, Vater zu töten, ich ziehe ihn zur Rechenschaft. Was will der Rabe die ganze Zeit bei mir? Dunkelelementare. Ja. Bekämpfen wir. Körperlos haben sie beim Kartenspiel als Fähigkeit. Oh, das Sammelflagge. 5 Glück und Moral. Und was macht das? Ist auch irgendwas. Plus 10 auf Glück. Das finde ich immer interessant, dass die Felder so random sind oder Gegenstände sein können. Ah, jetzt erinnere ich mich. Gegen den haben wir schon mal gekämpft. Ah, Eisblitz. Gefroren. Vielleicht hindert es ihn auch, anzugreifen. Lass mal erstmal die da auf. Den. Oh, der ist sogar mal in Reichweite. Ihr macht schön Schaden. Nee, er wehrt sich leider. Verteidigt mal bitte. Ihr wartet. Kann ich alle wieder beleben? Ja. Dann machen wir es so. Die Fähigkeit kostet kein Mana. Daher kann ich es machen. Ohne Probleme. Dunkelelementar besiegt. 2-Weg-Geistertor. 2-Weg, da kann... Na, ein Weg gefällt mir mehr. Dann weiß ich, dass da keiner rauskommt. Mir in den Rücken fällt. Oh, viele Wächter sind da. Da muss ich mir gleich danach in der Stadt... alle auf einem Fleck sogar. Das finde ich am geilsten. Wir warten. Wir warten. Die machen ihren Zug. Ich friere sie fest. Greife sie an. Ah, schwierig. Und verteidige. Verteidige. Die können sich nicht bewegen. Was? Ach, durch die Moral konnten sie sich jetzt komischerweise bewegen. Nicht so schlimm. Vielleicht sollte ich erst wieder welche erwecken. Nicht, dass die jetzt die killen. Fast. Das waren viele. Und die haben auch normalerweise eine gute Verteidigung. Ja, mit Erfahrung. Dynastiestufe 3 erreicht. Das ist bestimmt irgendwas von Uplay oder so. Ach, hier geht's nach oben. Na, dann könnte ich vielleicht doch mal das... Was ist das? Arkane Bibliothek. Angriff Magie oder Verteidigung nach Wahl des Spielers um plus 1 bis 3. Die Stärkung hängt von der Erfahrungsstufe des Helden ab. Okay. Das will ich haben. Was sind denn das für komische Lichter? Egal, ich will's haben. Angriff, Magie steigern, das kann ich gebrauchen. Mehr Schaden. Ach ja, ich wollte sowieso hier reinschauen. Was hier irgendwo, was? Ich habe hier keine Kreaturen. Ich habe keine Kreaturen zum Auferwecken. Hm, schade. Vielleicht meint es auch bloß eigene Kreaturen.
und nicht gegnerische. Kann sein. Naja, dann halt nicht. Ich will eine größere Mauer. Oh yeah. Mit Verteidigungstürmen. Die heilige Inquisition. Was seid ihr? Ich kann euch nicht erkennen. Ich habe euch noch nie gesehen. Lichtelementare, gibt's sowas? Wow. Ja! Die können auch wieder zurück teleportieren. Was seid ihr? Gleißende Glorie. Okay. Die kenne ich. Vom Kartenspiel. Sind gut. Zumindest dort. Ja, dann warten wir mal. Lassen wir die Tanten da bewegen. Wir sind nämlich die Stärkeren sogar. Ich könnte einen Schneesturm bewirken. Das ist doch schön, nicht wahr? Da macht ihr schon weniger Schaden. Okay, ich kann jetzt, ich glaube, Lebensentzug auf sie wirken. Macht Sinn, würde ich mal sagen. Töten sie, heilen sich selbst hoch. Dann greifen die an. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. 9! 2! Ja, dann hier. Das ist relativ einfach. Geist gegen Glorie. Haben die Geister gewonnen. Und jetzt möchte ich meine Belohnung. Ich möchte Angriff und Blutreputation. Vielen Dank. Cool, Blutreputation gab's auch dazu. Mal gleich schauen. Ah, ein bisschen mehr in Blutrichtung geht's. Ach, tatsächlich. Der Nekromantie um 3%. Sämtlichen Schaden auf sich, die anderen zugefügt wird. Die Wirkung hält 2 Runden. Okay. Ja, schon. Macht alle Feindeinheiten 50 anfälliger für Fähigkeiten und Pfad des Blutes. Teilt Dunkel auf alle lebendigen Kreaturen auf dem Schlachtfeld. Oh, Fluch der Unterwelt. Warte, die Karte kenne ich, die ist geil. Oha, aktive Kampffähigkeit, passive Kampffähigkeit. Passive Kampffähigkeit? Ja, ich will Blut auf jeden Fall. Ich will Fluch der Unterwelt. Kann ich eigentlich beides? Weil der Pfad so in beide Richtungen geht? Das wird interessant, YouTube. Das wird interessant. Oh, nicht genügend Bewegungspunkte. Oh, aber ich kann noch was bauen. Ja, dann baue ich jetzt... hier, Halle der Helden. Könnte ich theoretisch noch einen Held anwerben. Brauche ich aber keinen. Das würde ich erst machen, falls jemand mich angreifen will. Ah, sieh einer an. Ich kann wirklich die wiederbeleben. Das ist cool. Dann kann ich meine verlierenden Truppen hier wieder erwecken. Für Gold. Also wird Gold doch wichtiger. Okay, YouTube. Dann würde ich sagen, bevor wir herausfinden, was hinter diesem Tor ist... Machen wir eine Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.